Wir haben auf jeden Fall das perfekt umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, nach dem Kemmelberg mannschaftlich geschlossen zu fahren und das Rennen erst ab da in die Hand zu nehmen. Und, ja, das konnten wir zu 100% umsetzen. Ja, wir konnten natürlich einige schnelle Leute abhängen, unter anderem Cavendish oder auch ein Ferrer. Greipel war nicht vorne mit vertreten und von daher war es natürlich von unserem Interesse, dass die Gruppe vorne bleibt. Und ja, wir waren mit einigen Fahrern vorne vertreten und mussten natürlich den größten Teil der Arbeit übernehmen. Wie würdest du die Form von Tom Boonen, die er im Moment hat, beschreiben? Ja, ich denke, er war auch letztes Jahr in einer sehr, sehr guten Verfassung. Nur ich denke, gerade für einen Sprint oder fürs Finale, da ist natürlich, wenn man dann schon einen Sieg in der Tasche hat oder zwei, dann gibt einem das nötige Selbstvertrauen und dann wird das Ganze zum Selbstläufer.